In dem heutigen Video geht es um die Parodontitis-Behandlung. Wie wird die eigentlich durchgeführt? Welche Instrumente nutzen wir dafür? Muss man davor wirklich Angst haben? Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Ich bin Zahnärztin. Auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Da Parodontitis fast jeden zweiten Erwachsenen in Deutschland betrifft, denke ich, das Video könnte auch für euch ganz spannend sein, wenn bei euch eine Parodontitis-Behandlung vielleicht in nächster Zeit ansteht. Ich möchte euch mit diesem Video ein bisschen die Angst vor der Behandlung nehmen, möchte euch die Instrumente einmal zeigen und euch genau sagen, was gemacht wird. So wisst ihr, worauf ihr euch einlasst und könnt ganz entspannt in die Behandlung gehen. Ich habe mich für euch mal in meine Handschuhe geworfen, um euch an dem Modell zu zeigen, was Parodontitis ist und wie die Behandlung durchgeführt wird. Wenn ihr euch noch unsicher seid, ob ihr unter Parodontitis leidet, könnt ihr das hier eigentlich ganz gut sehen. Das sind die Bereiche dieses Parodontitis-Beispielpatienten, wo sich das Zahnfleisch zurückgezogen hat und wir richtig Zahnstein unterhalb des Zahnfleischrandes finden. Ihr könnt gerne auch nochmal unsere anderen YouTube-Videos dazu anschauen. Dort erkläre ich nicht nur, was genau Parodontitis im Detail ist, sondern gebe euch auch Tipps dazu, ob ihr an Parodontitis leidet. Aber die Kurzform, damit gut auch verstanden werden kann, worauf die Therapie basiert ist, durch Bakterien, die sich unterhalb des Zahnfleischrandes ansammeln und auch in Kombination mit eurem eigenen Immunsystem, wird Gewebe, also Knochen und alle Fasern zerstört. Es entstehen Zahnfleischtaschen, das Zahnfleisch zieht sich für euch zurück. Und unterhalb dieses Zahnfleischrandes findet man eine Ansammlung von Plaque und diesen Bakterien in richtig festem Zahnstein. Der ist im Unterschied zu dem gewöhnlichen Zahnstein, den ihr so kennt von der professionellen Zahnreinigung, dunkel und relativ hart. Ich zeige euch das einmal am Modell, wie das aussehen kann. Hier in dem unteren Bereich, ich zeige mit der Sonde drauf, seht ihr diesen Zahnstein, von dem ich gerade gesprochen habe. Und auch in dem Modell ist es so, der ist unterhalb des Randes erst abgebildet. Der lugt hier so ein bisschen vor, aber der eigentliche Zahnstein bei dem Parodontitis-Patienten, der sitzt unterhalb des Zahnfleischrandes. Das sind die sogenannten Konkremente. Die sieht man auch hier an den Frontzähnen. Ich schiebe das mal so ganz leicht zur Seite. Das ist ein Während wir hier im unteren Bereich auch schon eine ausgeprägte Parodontitis haben, sehen wir bei unseren Patienten im oberen Bereich, dass sich das Zahnfleisch schon stark zurückgezogen hat und die Zahnwurzel hier frei liegt. Spätestens, wenn es bei euch so aussieht, aber am besten natürlich schon, wenn es so aussieht wie hier unten, solltet ihr euren Zahnarzt aufsuchen, damit er bei euch die Parodontitis feststellen kann und natürlich auch therapieren. Bei der Therapie ist es also das Wichtigste, dass wir alle Bakterien, dafür habe ich schon oft Kritik bekommen, alle Bakterien wird man natürlich nie los, aber gerade die Bakterien, die wir nicht haben wollen und die in diesen festen Zahnstein sitzen, unterhalb des Zahnfleisches, dass wir die loswerden. Dass wir die Zahnoberflächen wieder schön reinigen und glätten, sodass sich das Zahnfleisch anlegen kann. Wir wollen also diese Nische für die Bakterien dort vernichten. Dafür haben wir verschiedene Instrumente, um unterhalb des Zahnfleisches zu arbeiten. Das darf auch nicht jeder, das darf der Zahnarzt und spezifisch ausgebildetes Fachpersonal. Aber im Unterschied zu einer Zahnreinigung arbeiten wir eben unterhalb des Zahnfleisches und dafür muss man besonders ausgebildet sein. Ich würde euch jetzt einmal das Instrumentarium zeigen, was wahrscheinlich bei eurem Zahnarzt auf dem Stuhl, auf dem Tray-System liegt. Vielleicht hat er auch noch ein paar andere Instrumentarien dazu, aber das ist so das Standardrepertoire, was man eigentlich hat. In unserem Tray haben wir also verschiedene Instrumente. Vielleicht fragt ihr euch, warum wir so viele Instrumente haben. Also sieht erstmal sehr aufwendig aus und was ist das für eine aufregende Behandlung? Das liegt aber nur daran, dass die Instrumente, die wir benutzen, für bestimmte Bereiche eures Mundes geeignet sind und sogar für bestimmte Zahnflächen. Also arbeite ich hinten unten oder vorn oder oben hinten. Je nachdem, wo ich arbeite, sind die Instrumentarien oder die Instrumente verschieden geschwungen. Diese Instrumente haben eine Schneide, das heißt einen sehr scharfen Bereich, mit dem ich eben diesen Zahnstein entfernen kann. Und damit ich vom Winkel gut an jeden Zahn rankommen kann, brauche ich viele verschiedene Instrumente, die sich nur in dem Winkel unterscheiden. Neben diesen Schneideinstrumenten, um den Zahnstein zu entfernen, habe ich auch immer eine Sonde dabei, um nochmal nachmessen zu können, wie tief eure Zahnfleischtaschen sind. Ich habe ein paar Spiegel dabei, die sind für euch wahrscheinlich Standard und weniger aufregend. Und dann gibt es nochmal eine ganz, ganz feine Sonde, um abtasten zu können, wo in der Tiefe dieser Zahnstein sich befindet.
Und damit bin ich schon ganz gut ausgestattet, um so eine Behandlung durchzuführen. Zusätzlich zu diesen Handinstrumenten ist Teil der Behandlung, nicht bei jedem, aber bei vielen in den Praxen, dass man eine Pison-Spitze benutzt, das heißt so ähnlich wie von der professionellen Zahnreinigung, die schwingt und unter Wasser arbeitet, um diesen Zahnstein erst einmal zu lockern. Ich zeige euch auch das gleich noch einmal im Modell. In der Behandlung läuft das Ganze nun mal so ab, dass sobald ihr auf dem Zahnarztstuhl sitzt, bekommt ihr meistens erst einmal etwas zum Umspülen, eine Mundspülung, die antibakteriell wirkt, weil wir natürlich durch die Behandlung viel Sprühnebel auch im Raum verbreiten und da wollen wir nicht die Bakterien durch die Luft wirbeln. Und dann beginnt die Behandlung damit, dass man sich den Zustand der Zähne noch einmal anschaut. Man nimmt sich die Sonde, um nochmal alle Bereiche nachzumessen und auch zu tasten, wo besonders diese Konkremente sitzen. Ich gehe also mit meiner Sonde entlang des Zahnfleischrandes und taste. Ihr seht, wie ich hier versinke im Zahnfleisch. Das geht auch nur bei jemandem, der unter Parodontitis leidet. Bei einem gesunden Patienten würde man gar nicht so tief hier reinkommen. So ein Richtwert ist 3,5 mm. Darunter oder darüber leidet ihr auf jeden Fall unter Parodontitis. Genau. Ich fahre die einzelnen Zähne entlang und taste das Ganze ab. Ich schaue nicht nur, wie tief die Defekte sind, sondern ich nehme auch mein Instrument und taste an der Zahnoberfläche, das kann man auch hören, häufig, wo bleibe ich haken, wo befindet sich dieser festsitzende Zahnstein. Hier bleibe ich richtig hängen. Ich darf den Modell leider nicht entfernen, das ist unser Anschauungsmodell. Ich würde euch aber trotzdem mal zeigen, wie wir jetzt weiterverfahren mit der Therapie. Nachdem ich mir nochmal ein Bild gemacht habe von den Zähnen, fange ich an, mit meiner Pisonspitze zu arbeiten. Wer sich jetzt bei der Einleitung schon gedacht hat, oh Gott, unterhalb des Zahnfleischrandes, das tut aber sicherlich weh, bitte denkt immer daran, dass wir diese Behandlung unter Lokalanästhesie, also mit einer Betäubung, durchführen. Das heißt, die Zähne werden, bevor es überhaupt losgeht, bevor man anfängt zu pieksen, erst einmal richtig gut betäubt. Und erst dann taste ich ab und schaue, wo finde ich diese Konkremente und beginne auch erst mit der Behandlung. Häufig wird es so getaktet, dass wir erst die eine Seite behandeln, die rechte Seite, und an dem nächsten Tag die linke Seite, damit man eben nicht den ganzen Mund betäuben muss. Ihr habt also nun umgespült mit einer desinfizierenden Spüllösung. Ich habe getastet, wo eure Konkremente sich befinden. Ich weiß also, wo finden sich diese richtigen Knochentaschen. Ich habe auch immer ein Röntgenbild, um zu sehen, wo sind besonders tiefe Einbrüche und richtig tiefe Taschen, die ihr dort habt. Und mit diesem Gesamtbild gehe ich dann in die Therapie und beginne mit diesem Ultraschallgerät erst einmal die Konkremente zu lockern. Damit fahre ich um euren Zahn. Ich habe jetzt natürlich das Gerät so in die Hand genommen. Das arbeitet unter Wasser. Ihr kennt vielleicht dieses Geräusch, so ein ganz hohes Fiepen. Und ich würde sagen, das ist auch eher der unangenehmere Teil der Behandlung. Aber er ähnelt sehr stark der normalen professionellen Zahnreinigung. Wenn ihr das kennt, seid ihr gut vorbereitet. Damit fahre ich um jeden Zahn und gehe auch wirklich in die Zahnfleischtaschen rein und lockere diesen schwarzen Zahnstein. Das merke ich auch mit meinem Instrument. Ich bleibe dort haken, wo der Zahnstein sitzt. Da gehe ich einmal komplett rum, das muss ich jetzt nicht vollständig demonstrieren. Und dann habt ihr schon mal den schlimmsten Teil der Behandlung geschafft. Dann nehme ich mir meine Handinstrumente und da ist eben wichtig, dass ich nach verschiedenen Farben arbeite. Ich habe immer eine Systematik, ich arbeite von hinten nach vorn und für jede Fläche des Zahnes gibt es eine andere Farbkodierung. Das hatte ich eingangs gesagt, deswegen brauchen wir so viele Instrumente. Die Instrumente haben immer eine schneidende Seite und eine stumpfe Seite und die kann ich dann drehen, die wechselt von den Seiten, jeweils an welcher Zahnfläche ich arbeite. Ich zeige euch das jetzt hier mal an den Vorderzähnen, weil das dort besonders gut zu sehen ist. Ich nehme mein Instrument und gehe dann ganz vorsichtig unter den Rand eures Zahnfleisches. Und dann arbeite ich mich an den Zähnen entlang, ich ziehe das Instrument so hoch und arbeite dann den Zahnstein aus dieser Zahnfleischtasche hinaus. Ich kann das, wie gesagt, hier jetzt gar nicht so demonstrieren, dass ich den Zahnstein abarbeite, sondern bekomme ich Ärger von unseren Mitarbeiterinnen, die dieses Modell noch brauchen, um vielen Patienten zu erklären, wo der Zahnstein sitzt. Und so arbeite ich mich eben komplett einmal durch, noch mit meinen Handinstrumenten. Und dann nehme ich wieder meine Sonde und taste nochmal, gibt es irgendwelche Bereiche, wo noch Zahnstein sitzt, nehme wieder meine Handinstrumente und bei Bedarf auch noch einmal mein Ultraschallgerät und gehe nochmal komplett rum. So bis zum Ende
ich das Gefühl habe, die Oberflächen sind glatt. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, Poliersteinchen, um die Oberfläche auch noch zusätzlich mal zu glätten. Die habe ich euch jetzt nicht mit aufgeführt, die sind sehr individuell. Da benutzt jeder Zahnarzt auch andere Instrumente. Aber Ziel der Behandlung sollte es sein, dass unterhalb eures Zahnfleischrandes die Zähne richtig schön glatt sind, bakterienfrei, soweit es geht, und sich das Zahnfleisch wieder anlegen kann. Nachdem wir den kompletten Zahnstein entfernt haben, alle Zähne schön glatt sind, habt ihr es schon geschafft. Es ist also wirklich nicht so schlimm. Es ähnelt sehr stark der professionellen Zahnreinigung. Das Reinigen unterhalb des Zahnfleischrandes, das sollte für euch nicht spürbar sein durch die Betäubung vom Zeitfenster. Das hängt immer davon ab, wie tief sind eure Zahnfleischtaschen, wie groß sind diese Konkremente, die unterhalb des Zahnfleisches sitzen, wie viele Zähne werden behandelt. Ich würde mal sagen, bei uns ist eine Standardbehandlung eine Stunde. Also das müsst ihr einplanen. Danach wird die Betäubung wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Ihr solltet für den Tag euch Ruhe gönnen und ein bisschen es locker angehen lassen. Wer dann an der Telefonhotline arbeitet, wird es wahrscheinlich schwierig haben, sofort wieder normal zu sprechen. Aber ansonsten ist es wirklich unproblematisch. Was passieren kann, weil wir sehr viele Bakterien ausschwemmen, ist, dass mal erhöhte Temperaturen oder Fieber auftreten. Das ist aber eher selten. Wenn die Betäubung nachlässt, kann es sein, dass sich euer Zahnfleisch sehr wund anfühlt. Wenn ihr zusammenbeißt, habt ihr ein unangenehmes Gefühl. Ihr solltet für den Tag auch auf scharfe, in jeglicher Hinsicht, Speisen verzichten, also scharf schneiden, sowas wie Chips zum Beispiel, die sich dann in diese frisch gereinigten Taschen schön reinsetzen können, aber auch scharfe Speisen, die euer Zahnfleisch reizen. An dem Tag also am besten weiche, gut bekömmliche Kost. Vermutlich geht es für euch am nächsten Tag noch einmal weiter. Wenn Schwellungen auftreten sollten oder ihr sehr starke zunehmende Schmerzen habt, solltet ihr euch natürlich jederzeit bei eurem Zahnarzt wieder vorstellen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch die Angst vor der Behandlung nehmen. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man die Instrumente schon kennt und vielleicht schon mal so den Ablauf ganz grob für sich selber im Kopf durchgespielt hat, wird das Ganze in der Situation meist deutlich entspannter. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich euch dabei helfen konnte oder ob ihr noch weitere Fragen habt, ob ich es noch mal detaillierter erklären soll oder vielleicht noch mal andere Behandlungen erklären kann, um euch die Angst zu nehmen. Lasst mich auf jeden Fall all das wissen und ansonsten bis dahin.